So, da bin ich wieder. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung der Banksysteme. Von Nicolas soll ich ausrichten, das Übungsblatt wird erst morgen fertig sein. Es wird aber diese Woche keine Übung geben, sondern das Blatt wird sich über 2 Wochen erstrecken und wird dann nächste Woche irgendwie besprochen. Ja, aber ich denke, das können Sie ja auch dann dem Aufgabenblatt entnehmen. Okay, so, wir sind mittendran in den Datenbank-Applikationen. Eine etwas unübersichtliche Menge von verschiedenen Technologien. Ich liste noch mal eben auf, welche Techniken hier so zur Sprache kommen. Da haben wir ja jetzt schon mit angefangen. Also Visio war ein Beispiel für die Benutzung einer Datenquelle. Nicht? Wenn Sie auf einem Windows-System erstmal eine Datenquelle eingerichtet haben, die Datenquelle stellt die Verbindung zu einer externen Datenbank her, dann können Anwendungsprogramme relativ einfach sich auf diese Datenquelle beziehen und dort auf die in der Datenbank definierten Tabellen zugreifen. Dann haben wir Access kennengelernt als Beispiel für ein relativ verbreitetes Datenbanksystem, was zunächst mal so offline arbeiten kann, also wo alle Tabellen auf dem Rechner sind, auf dem Access installiert ist. Sie können aber eben auch hier wieder eine Datenquelle nutzen und damit können Sie auf die Daten einer im Netz liegenden Datenbank zugreifen und dann würde man vermutlich Access so als Frontend missbrauchen, wo man praktisch grafische Benutzeroberflächen zusammenklickt, gegebenenfalls auch unter Verwendung von Visual Basic for Applications und greift aber eben nicht auf eine Microsoft-Datenbank zu, sondern auf irgendeine, die dann über den entsprechenden Connector angesprochen werden kann. So, dann kam der Einstieg in das, was man Embedded SQL nennt. Ja, Embedded SQL bedeutet, dass man in einer Programmiersprache, C, Java oder wie auch immer, Kommandos einstreut, die meistens mit einem Sonderzeichen angekündigt werden. Also meistens so ein Lattenzaun, der irgendwie sagt, Obacht, jetzt kommt hier Embedded SQL. Und dieser Lattenzaun, der wird natürlich jetzt in der Sprache selbst nicht verstanden. Deswegen muss das Ganze durch einen Präprozessor, durch einen Präcompiler, der also dieses eingebettete SQL dann in konventionelles Java oder konventionelles C übersetzt, dann wird das resultierende Programm durch den Compiler geschickt, dann wird es gebunden mit den entsprechenden Libraries und dann können wir auch auf die Datenbank zugreifen. Ja, das war also unser Beispiel für Embedded SQL in einem C-Programm und danach hatte ich so ein, ja, was man nicht ganz richtig Embedded SQL nennen kann, am Beispiel für ein C-Programm, wo wir dann mit entsprechenden Methoden, die über die Header-Dateien bekannt gemacht worden sind, auf die Datenbank zugreifen können. Das werden wir dann heute nochmal im Zusammenhang mit Java etwas ausführlicher machen, weil das ja die Sprache ist, die Sie besser beherrschen. Aber dies sollte gestern schon mal ein Beispiel sein, dass man natürlich so etwas auch in anderen Programmiersprachen macht. Das bedeutet also, wir werden hier intensiv uns über JDBC dann unterhalten, wo wir also aus Java heraus eine Datenbank angreifen, anbaggern. Auch in Java gibt es die Möglichkeit des Embedded SQLs, das nennt sich dann SQLJ. Das bedeutet, dass ich also in dem Java Kommandos habe, die zunächst wieder von diesem Translator in normales Java übersetzt werden können. Dann kommt die Datenbank des kleinen Mannes, SQLite und HSQLDB, ist in einer kleinen Datei in Ihrem Filesystem und würde dann genutzt, wenn Sie keinen Multi-User-Betrieb haben wollen, wenn Sie einfach nur so ein paar wenige Daten benutzen wollen, ist beispielsweise SQLite beispielsweise, kommt im iPhone und in Android-Handys zum Einsatz. So, wenn wir keine Application schreiben, sondern wir wollen ein Applet schreiben, dann haben wir natürlich fast dieselben JDBC-Vokabeln, weil praktisch in dem Applet natürlich Java abläuft und greift auf unsere Datenbank zu. Das Ganze ist natürlich jetzt in eine grafische Oberfläche eingebaut, das heißt, wir müssen irgendwie Buttons erzeugen und wir müssen irgendwie Events
abarbeiten. Alles das, was Sie vermutlich bei Frau Pulvermüller in Informatik B gemacht haben. Und hier streuen wir eben jetzt noch so ein paar SQL-Aufrufe dazu. So, das wäre also das Programm bis heute. Und dann nächste Woche verlagern wir dann das Java auf den Server. Das sind die sogenannten Java Servlets. Das bedeutet also, dass wir auf dem Server ein Java-Programm ablaufen lassen, welches direkt Zugriff hat auf die Datenbank, die natürlich auch auf dem Server ist, und welches als Ausgabe HTML produziert. Das bedeutet also, dieses Servlet sieht ziemlich hässlich aus, weil es eben damit beschäftigt ist, über Print die HTML-Vokabeln zu schreiben und dann dazwischen die Antworten aus den Queries an die Datenbank einzubauen. So, und weil das so hässlich ist, war dann der nächste Schritt die Java Server Pages, wo wir eine HTML-Seite schreiben und da drin sind Aufrufe von Java-Methoden. So, und dann kommt noch PHP, also hat jetzt nichts mehr mit Java zu tun, einfach eine Skriptsprache, die auf vielen Servern verfügbar ist. Und in PHP können wir eben auch direkt an die Datenbank ran und das PHP erleichtert die Ausgabe zu einer hübschen HTML-Seite, indem da viele Module verfügbar sind, die über Templates praktisch das Layout designen lassen, ohne dass man das alles so individuell zu Fuß immer wieder formulieren muss. Und auf die Art und Weise kriegen wir auch die Ergebnisse der Datenbank auf unsere Webseite. So, und wer dann immer noch das Gefühl hat, eigentlich ist ja alles ganz furchtbar, für den bieten wir dann Ruby on Rails an, was sie dann auch im Praktikum anwenden soll. Alles wird gut. Okay, das habe ich jetzt gerade erzählt. Fangen wir also an mit JDBC, Java Database Connectivity. Also ein JDBC-Programm ist entweder eine Application oder ein Applet, wo wir Klassen aus Java SQL verwenden können. Ja, ich habe hier den Link, wer da im Einzelnen nachsehen möchte, welche Klassen es gibt und wie man die anwendet und welche Methoden es gibt. Aber wir werden das jetzt gleich im Beispiel sehen. Das heißt, wir schreiben einmal Standalone Application, die einfach so von der Kommandozeile gestartet wird. Dann ist es ein Applet, wo noch so ein bisschen Grafik drumherum ist. In jedem Falle werden wir entweder einen Datenbankserver nutzen, den wir dann mit dem entsprechenden Treiber anbaggern können. Wir können das Ganze auch in einer lokalen Datei verwalten. Und der Aufbau in so einer JDBC-Application oder Applet wird immer so sein, wir laden, weil wir seinen Namen kennen, den Treiber, der für diese Datenbank zuständig ist. Wir stellen die Verbindung her zu dieser Datenbank. Dann werfen wir ein SQL-Statement in Richtung des Datenbankservers und dann müssen wir das Ergebnis verarbeiten. Wichtig dabei ist natürlich, wir sind in einer imperativen Programmiersprache, wir kriegen aber als Ergebnis des Öfteren auch so mengenwertige Variablen ja zurück und durch die müssen wir dann irgendwie mit so einer Schleife laufen, um da Zeile für Zeile die abzuarbeiten. Wir haben jetzt immer so ein bisschen das Problem mit den Datentypen, ja, die jetzt sozusagen auf dem Datenbankserver existieren und wenn wir jetzt das Ergebnis in eine Variable packen, dann müssen wir dazu die dazu passende wählen. Also beispielsweise, wenn wir in SQL irgendwas als ein Bit deklariert hatten, dann muss die korrespondierende Variable in Java ein Boolean sein. Tiny int ist ein Byte, small int wäre ein Short, Integer ist int, big int ist long, real ist float und float ist double. Ja, das ist nun mal ein bisschen jetzt konfus, aber die beiden Datentypen float und double gibt es nun mal in Java und in SQL heißt dummerweise der Bezeichner für die doppelte Genauigkeit eben float, ja, was in Java eben single precision ist. Ja, die Zeile ist irgendwie doppelt gemoppelt. Dann haben wir ja die Möglichkeit, da über Numerik und Decimal so beliebig viele Stellen hinterm Komma anzufordern. In SQL, da sind wir in Java hier in der Lage, über die
Klasse java.maths.big das entsprechende Geschütz aufzufahren. Ja, Characters und Varchar packen wir in einen String. Date packen wir in den Datentyp java.sqldate. Ja, sehen hier, der wurde also extra in dem Paket SQL mit aufgenommen. Time packen wir in Time, Timestamp, da gibt es extra in SQL einen Timestamp und Binary ist einfach so ein Array von Bytes. So, ich zeige gleich mal ein komplettes JDBC-Programm, aber hier mal so der entscheidende Teil. Wenn wir gleich die Connection beginnen, dann erwartet die von uns so einen String, der in etwa den folgenden Aufbau hat. Vorne steht im Prinzip das Protokoll, also hier vorne wird gesagt, Obacht, ich rede jetzt JDBC mit einer MySQL-Datenbank und die Datenbank selbst oder der Datenbankserver heißt dbs.informatik.us.de und die Datenbank selbst heißt Uniweb. Ja, damit identifizieren wir also, mit wem wir reden und auf welche Weise wir mit ihm reden wollen. So, und dieser String URL, den werden wir gleich brauchen, wenn wir sagen, so jetzt bitte die Verbindung herstellen. Ja, dann müssen wir natürlich irgendwie mal sagen, als welcher User wir da jetzt den Kontakt herstellen. Dann nehmen wir wieder unsere gute alte Erika. Und da muss natürlich auch irgendwie das Passwort übermittelt werden. Ich meine, das ist jetzt keine gute Vorgehensweise, das hier so öffentlich zu schreiben. Aber damit die Beispiele verständlich sind und gelesen werden können, gebe ich also hier das Passwort so im Klartext an. Natürlich müsste man in Wirklichkeit das Passwort dann abfragen von dem Benutzer und diesen String, den Sie da abgefragt haben, müssen Sie dann in die Variable Passwort stecken. So, dieser Befehl hier, das ist praktisch die Aufforderung vom Laufzeitsystem, sich um den Datenbanktreiber zu kümmern. Ja, das heißt also, der Treiber, der liegt jetzt entweder in dem Verzeichnis, wo Ihre Application startet, der lädt dann, also wenn Sie an diese Notation hier denken, der lädt, da gäbe es dann ein Verzeichnis COM, darin wäre ein Verzeichnis MySQL, darin wäre ein Verzeichnis JDBC und darin wäre ein Verzeichnis Driver. Oder aber Sie würden, wie ich es gleich mache, den Treiber in ein JAR-File gepackt haben, das würde Ihnen dann Nicolas zur Verfügung stellen und diesen Treiber, den geben Sie dem System mit, wenn Sie das Programm starten. Ja, zeige ich gleich, wie das aussieht. So, nachdem also jetzt sozusagen der Treiber angeliefert wurde, können wir jetzt den sogenannten Driver Manager bitten, die Verbindung herzustellen. Ja, das heißt also, Sie schreiben im Prinzip diese Zeilen hier, die können Sie in all Ihre Programme schreiben, nur dass Sie den vielleicht nicht Erika, sondern eben Ihren Namen nehmen. Also die Verbindung wird jetzt hier hergestellt, indem in dieser Methode getConnection diese URL angegeben wird, die hier oben steht, bestehend aus Protokoll, Datenbank, Server und Datenbank. Dann sagen Sie hier, als welcher User wollen Sie die Connection machen und dann wird das Passwort übergeben. So, und dann haben Sie in dieser Variable con, haben Sie jetzt praktisch den, so eine Art Handle, mit dem Sie jetzt mit der Datenbank reden können. Ja, das heißt, zu dieser Connection würden Sie jetzt beispielsweise Ihr Statement, Ihre Query vorbereiten mit der Methode createStatement, sodass jetzt also in dieses Statement, da tun Sie jetzt gleich die SQL-Query rein. Hier kommt sie schon. Also Sie basteln sich einen String. Ja, in diesem Fall jetzt mal ganz was Einfaches. Der String lautet Select-Stern vom Professoren. Fertig. Das ist also jetzt die Query. So, und diese Query, die wird jetzt übergeben an die Methode execute-Query und die wiederum ist eine Methode, die an dem Statement klebt. Ja? Das Statement haben Sie hier oben geschaffen, das Statement wiederum ist assoziiert zu der Connection, ja? Und diesem Statement rufen Sie jetzt mit der Methode execute-Query zu, hier ist meine Query, sieh zu, dass du die jetzt abgearbeitet kriegst. Stunden später ist hier in der Variable RS das Ergebnis von der Query drin. Ja, und das ist schon, wie der Name hier andeutet, das ist jetzt ein Datentyp aus den Klassen, die da in Java SQL drin sind. Das ist eben jetzt mengenwertig, das heißt, das RS würden Sie jetzt
so abarbeiten. Ja? Also wir haben ja jetzt hier praktisch schon, wir haben ja gesagt, liefere alles von den Professoren. Und jetzt gebe ich beispielsweise die Namen und das Geburtsdatum aus. Ja? Und wie würde ich das machen? Ich sage, solange in dem Result-Set noch was drin ist, ja, gebe ich jetzt aus den Namen des Professors. Und wie komme ich da dran? Dem Result-Set kann ich die Methode getString zurufen. Und getString erwartet jetzt den Bezeichner einer dieser Spalten. Ja, das heißt also, in diesem Falle würde der Name des Professors ausgegeben und dann schreibe ich hier mit Tabulator so ein bisschen abgesetzt den String geboren und dann popel ich mit getDate aus der Spalte getDatum popel ich jetzt das Datum raus. Ja? Sie können jetzt die Spalte getDatum nicht einfach als String nehmen, sondern die ist ja jetzt als ein SQL-Datum angeliefert worden und da machen Sie jetzt einen ordentlichen String draus.